Ist wohl sehr interessant, Ihre Lektüre, was? Ja, ja. Stecken Sie nur Ihre Nase ins Buch und verpassen Sie eine fabelhafte Gelegenheit, sich einen Namen als Held des Tages zu machen. Ach so, Sie legen keinen Wert darauf. Nun, dann entschuldigen Sie vielmals. Aber wenn Sie wüssten, was da vor Ihrem Fenster passiert. Da versucht gerade einer gegenüber in Ihrem Juwelierladen einzubrechen. Ja, ja, nehmen Sie noch mal ein Steinchen. Unterlassen Sie das gefälligst. Man wird ja wohl noch in Ruhe einbrechen dürfen. Bitte, was habe ich gesagt? Sie haben es sicher nicht verstehen können, aber der weiß genau, dass er mit Ihnen rechnen muss. Na, großartig. Sherlock Holmes ist überhaupt ein Dreck dagegen. Geheimagent Paulchen Panther. Wenn das nichts ist, kann's losgehen? Ja? Der Juwelendieb wird sicher nicht mehr da sein. Der hat längst das Weite gesucht. Aber bei der Kriminalität heutzutage finden wir leicht was anderes. Sehr richtig. Wer flüstert, lügt und wer lügt, zündet auch Häuser an. Und wer Häuser anzündet, muss beschattet werden. Denn wo Schatten ist, ist vielleicht eine Wolke. Und wo Wolken sind, gibt's vielleicht Regen. Und der löscht dann vielleicht die angezündeten Häuser. Tja, das sind kriminalistische Schlussfolgerungen. Darf man das vielleicht auch mal sehen? Was? Das ist doch totaler Unsinn. Ach, das Losungswort wird's sein. Na, also ich muss schon sagen, Sie haben ein unverschämtes Glück, mein Lieber. Dann mal ran an den Sarg und mitgeweint. Losungswort. Zeigen Sie mir doch noch mal den Zettel. Na, das heißt ja, bläst ihn von hinten und das heißt auf gut Deutsch, sprengt ihn in die Luft. Na, da haben Sie ja schon wieder Glück gehabt. Sie vermuten natürlich ganz richtig, dass es mit diesem Haus eine besondere Bewandtnis hat. Sehen Sie mal da oben, im 10. Stock, das erleuchtete Fenster. Der Bursche da, ein berüchtigter Bombenleger, wird steckbrieflich gesucht. Da könnten Sie sich Lorbeeren verdienen, wenn Sie der Polizei das neueste Foto von ihm liefern würden. Ah, Sie haben bereits einen Plan? Nur, ich hatte ja gar nichts anderes von Ihnen erwartet. Gehen Sie sofort in die Waldvöglernallee 732. Ja, von wegen, runter mit euch und den Rachen gehalten. Ihr werdet es wohl noch erwarten können, ihr Bestien. Was Frühstück kommt gleich. Ja, bitte. Oh nein, so haben wir nicht gewettet, alter Freund. Ja, ja, das passiert schon mal, dass was daneben geht. Lehrgeld muss jeder zahlen. Dem würde ich ja nun folgen und nicht lange gezögert. Dem sieht man es doch schon am Hut an, dass er die Stadt verlassen will. Schnell, zum Bahnhof! Können Sie nicht ein bisschen schneller fahren, Mann? Geben Sie Gas! Jetzt heißt's ruhig Blut bewahren, nur keine Panik. Einer von ihnen muss es ja sein. Und zur Beruhigung eine Zigarette. Hm, fatal hat er uns doch dran gekriegt. Oh, sehr richtig. Erstmal loswerden das Ding. Na, sehen Sie mal, was Sie schon für einen Riecher haben. Sie können genau kombinieren, was der Kerl als nächstes tun wird. Und natürlich sehen Sie da nicht tatenlos zu. Naja, halb so schlimm. Berufskleidung kann man von der Steuer absetzen.
Nur so eine gewisse leichte Verärgerung verstehe ich schon. Aber sollte da einer mit einem Löwen kämpfen, sollte man schon einen Blick riskieren. Der Mensch könnte Ihnen ja möglicherweise dankbar sein für das möglicherweise fast erfolgte Verspeisen durch das Raubtier. Sollte es sich allerdings um den Dompteur Meier bei seiner morgendlichen Kühe handeln, gehen Sie ruhig nach Hause und haben Sie einen netten Abend.